Wo bist du Speaker? Immopreneur-Kongress. Immopreneur-Kongress. Herzlich willkommen, mein Name ist Benny und auch neben mir sitzt der Fabi. Ihr kennt ihn wahrscheinlich viel besser, denn ich bin heute eigentlich der Gast. Aber da der Fabi 90.000 Follower auf Instagram geknackt hat und mittlerweile Speaker ist auf dem Immopreneur-Kongress, ich habe keine Ahnung von sowas, und das auf der Mainstage stattfindet, kann ich nur sagen, Fabi, Glückwunsch. Danke. Fabi Speaker und viel Erfolg. Vielen Dank, Benny, für die tolle Anmoderation und jetzt euch viel Spaß beim Interview. Immobilien versus Fitnessstudios als Investment. Hallo Freunde, herzlich willkommen zu diesem Video. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast hier, den Benny Smart Gains, den Gründer des angesagtesten Fitnessstudio Deutschlands. Und haben wir selbst ernannt. Selbst ernannt oder doch, ist wirklich so? Ja, wir haben halt zumindest viele Tageskarten. Ja. Und daher kann man schon sagen, dass wir einen sehr großen Zulauf haben von Leuten, die ganz verstreut in Deutschland uns besuchen, mittlerweile in Neumarkt und auch natürlich in Heilbronn. Okay. Und heute besprechen wir einmal das Thema Fitnessstudio versus Wohnimmobilie als Investment und fragen einfach mal den Meister persönlich, was ist so ein Fitnessstudio als Investment? Ist es überhaupt ein Investment oder ist es mehr ein Passion-Projekt? Wie würdest du das denn beurteilen? Für mich ist ein Fitnessstudio auf jeden Fall ein Passion-Produkt oder ein Projekt, weil ich selber als Personal Trainer gestartet bin und Personal Trainings gegeben habe in anderen Studios. Dann hat man so das Gefühl, okay, ich hätte auch Bock, wenn es mein Studio wäre, dann könnte ich manche Sachen anders machen. Mhm. Dann ist man selber Trainer und möchte irgendwie sein eigenes Baby kreieren. So hat es bei mir angefangen, also wirklich volle Überzeugung, dass man in der gleichen Branche ist und da Sachen besser machen kann. Mhm. Und für mich auch der Zukunftsgedanke, ich habe immer gesagt, wenn ich mal 50, 60 bin, keine Ahnung, vielleicht will ich dann nochmal Personal Training selber machen. Irgendwann für mich habe ich dann beschlossen, dass ich selber Leute eigentlich ausbilden will, was wir jetzt auch machen. Wir haben duale Studenten, bieten Ausbildungsplätze an. Also da ist sehr viel Leidenschaft von mir drin, sehr viel Überzeugung und sehr viel Brennen. Nichtsdestotrotz ist natürlich wichtig, dass ein Fitnessstudio finanziell gut durchgerechnet wird, damit das Ganze sich trägt. Und vor allem auch Spaß macht, weil im Endeffekt ist es ein unfassbar hohes Investment, vor allem für Leute, die am Anfang stehen und vielleicht noch nicht so viel Kapital haben. Mhm. Da gibt es bestimmt einen anderen, der träumt, aber es ist ein unfassbar hohes Investment und ein ziemlich hohes Risiko. Und wenn du jetzt sagst, okay, du hast das Ganze geschafft und so mit deiner Brand auch und so, wie ist das? Würdest du jetzt sagen, irgendjemand anderes hätte das auch hinbekommen, ist ohne YouTube oder war YouTube so ein essentieller Hebel für dich, damit Smartgym so erfolgreich ist, wie es heute ist? Ich habe meine Strategie ist, dass ich, also Smartgym ist nicht das erste Unternehmen oder nennen wir es einfach mal heute alles Projekt, ist nicht das erste Projekt, was ich mache. Ja. Und habe mir natürlich einen Expertenstatus in Anführungszeichen und ein Standing in meiner Branche aufgebaut. Mhm. Und das zweite Projekt oder Folgeprojekt, was ich jetzt mit Smartgym einfach mal definiere, ist ja ein Projekt, was in der gleichen Branche stattfindet. Ich habe einen super Übertrag. Ja. Und vom Trainer, der andere Leute coacht, dann praktisch, wo ich die gleiche Zielgruppe habe und dann ein lokales Geschäft gründe, habe ich einen super Übertrag. Und deswegen ist das ein Riesenvorteil für mich in dem Sinne, dass ich immer natürlich unter Vorbehalt, aber ich denke, dass ich marketingtechnisch schon ein bisschen was drauf habe und habe natürlich mein eigenes Werbebudget. Sonst andere Fitnessstudios müssen Influencer oder andere Leute, die sie einmal bezahlen, beauftragen, dass die für sie irgendwie Performance-Marketing machen oder irgendwie ein bisschen Branding sie da unterstützen. Da haben wir auf jeden Fall schon Erfahrung, haben auch Mitarbeiter intern und haben natürlich von YouTube und dem Expertenstatus definitiv einen Vorteil gegenüber jetzt anderen. Ja. Aber das ist ein Konzept von uns, dass wir immer Zielgruppen ähnlich von innen nach außen gehen. Ja? Mhm. So wie jetzt zum Beispiel ganz frisch, hat der Fabian natürlich das passende Shirt an, haben wir eine fühlt sich super an. Ja, kriegt ziemlich viel Geld dafür, nein. Haben wir natürlich jetzt ein Produkt, was wir tragen, was aber auch unsere Leute feiern, die im Gym unten im Smart Gym trainieren, die vielleicht aber auch schon mal ein Produkt in Form von E-Book bei uns gekauft haben und mich vielleicht als Trainer auf YouTube und Co. schätzen. Mhm. Ja. Also sind deine Hauptprodukte also Fashion? Ganz neue Kleidung, ja. Dann? Digitaler Markt, E-Books und so weiter. Mhm. Dann Fitnessstudios. Mhm.
Und natürlich Sponsoring-Verträge mit zum Beispiel im Nahrungsergänzungsbereich. Okay, also ist auch dann alles Hand in Hand, alles in derselben Branche, andere Ja. Produkte und alles hilft sich gegenseitig aus. Genau, alles befruchtet sich gegenseitig. Und wie gesagt, also ich denke nicht, dass Personen vielleicht, also wir haben es nicht leicht hinbekommen, und zwar nicht Ja. reibungslos, aber wir hatten auf jeden Fall einen Vorteil. Wenn ich mir überlege, es müsste jetzt jemand ein Fitnessstudio gründen, der überhaupt keine Ahnung hat, vielleicht oder gar keine unternehmerische Erfahrung hat oder gar keine Ahnung hat vom Branding, von worauf kommt es an beim Studio, dann wird das schon schwierig, eine Marke. Ich sag mal, wir sind, ohne mich jetzt oder Smart Gym zu selbst loben zu wollen, aber ich glaube, dass Smart Gym schon ein Begriff in meiner Szene ist. Es kennen viele. Ich glaube, das kriegt man so nicht so leicht hin. Da müssen wir gleich mal unten noch eine Roomtour machen dann. Weil Gerne. viele fragen mich aber mal, wie es hier drin aussieht, das zeigen wir gleich mal. Du bist ja eigentlich auch, also Fabi habe ich kennengelernt und ja, Fabi ist natürlich auch bei uns Mitglied und ist immer cool zu sehen, wie man dann auch alles hier so trifft und wie man anzieht von der Zielgruppe. Wir versuchen auch ein bisschen natürlich ein bisschen auf Premium Wert zu setzen von der Ausstattung, vom Look und klappt auch mit dem Klientel, sage ich mal. Okay. Bei Wohnungen kann ich sagen, jetzt gerade hier in Heilbronn zum Beispiel, wo wir uns gerade befinden, ist, wenn du eine Wohnung findest mit einem Faktor 10, also Faktor 10 heißt, 10 Jahresmieten ergeben den Kaufpreis oder knapp 10% Rendite auch, dann hast du einen richtig, richtig guten Deal gemacht in der Kernstadt, was aber auch extrem schwierig ist zu finden. Wie ist das so bei einem Fitnessstudio? Was für einen Faktor hat ein Fitnessstudio? Wir haben beim Fitnessstudio ist es ein bisschen anders. Wir haben einen Mietvertrag. Ja? Also das ganze Objekt stand auch gar nicht zum Verkauf. Und im Fitnessstudio hat man eine Miete. Dann hat man die Geräte werden in der Regel oder die Theke gespendet. Da kann man alles selber definieren, ob man es erstmal kauft, finanziert oder dann leased. Personalkosten hat man natürlich, Reinigungskosten. Instandhaltung ein bisschen, aber man hat noch ein paar Nebenkriegsplätze, wie zum Beispiel Automaten, ja, Warenbestand. Aber wir haben jetzt hier nicht so einen Faktor, den ihr vom klassischen Immobilien erkennt. Man hat so andere Kernziffern, dass man eine bestimmte Mitgliedsanzahl braucht. Wir sind ein Unternehmen, wir brauchen eine Mitgliedsanzahl, dass wir ein Break-Even haben und irgendwann, wenn das Ganze gut wächst, haben wir eine Amortisierungsphase. Und je nachdem, wie gut eben dein Fitnessstudio dasteht, geht die schneller oder schlechter, machst du natürlich auch eine Rente und eine Übersicht, dass die Bank ein bisschen Cooldown macht alles. Aber im Endeffekt haben wir jetzt nicht so eine ganz klassische Durchrechnungsphase wie bei euch. Das ist mein Quadratmeterpreis, Faktor, und dann kann ich das einmal gut durchkalkulieren. Bei uns ist mehr Volatilität drin, wie das Studio sich entwickelt. Okay. Ja. Und jetzt ist es ein ganz anderer Markt bei dir. Also klar, hast du gerade erklärt, Fitnessstudios funktionieren ein bisschen anders als Immobilien. Aber dennoch haben wir eine große Parallele. Und zwar hast du, sowohl als auch ich, Heilbronn als erstes gewählt in Deutschland, um zu investieren. Also wir haben hier Wohnungen gekauft, du hast hier dein Fitnessstudio eröffnet. Wie schätzt du die Lage Heilbronn ein in Bezug auf Deutschland? Wirtschaftlich potenziell gut, wirtschaftlich potenziell stagnierend oder schlecht? Ich glaube, Heilbronn ist eine sehr interessante Stadt. Ich glaube, wir haben mit der ganzen Schwarzgruppe, mit Audi, haben wir eine wirtschaftlich super starke Gegend. Ich glaube, wir haben auch eine Gegend, die extrem gut wächst, gerade nach außen hin. Wenn ich so überlege, ich wohne in Leingarten, das ist eher so ein kleineres Dorf war das früher. Da sind mittlerweile Wohnpreise wie in Heilbronn Innenstadt. Ich habe neulich mal geguckt, 120, 125 Quadratmeter Wohnung geht hier irgendwie weg für 420, 430.000 Euro in meiner Straße. Das sind ähnliche Preise wie in Heilbronn, würde ich jetzt mal sagen. Bist du besser Tipp informiert? am Rande, wenn es auf dem Land genauso teuer wird, in der Kernstadt wird es gefährlich. Also muss man aufpassen, dass man sich die Finger nicht verbrennt Ja. bei sowas. Und ich merke auch, dass noch weitere Randgebiete, wo früher keiner leben wollte, gerade so Richtung Massenbachhausen, ne, Kirchhardt und sowas, da sind immer mehr Bauplätze frei und immer mehr Bauträger sind dort. Und da sind die Preise für meinen Geschmack auch relativ hoch. Also es geht hier sehr weit nach außen. Und ich glaube, dass wir eine ganz geringe Arbeitslosenquote hier haben, dass wir eine super interessante Stadt haben, dass wir sehr lang, für mich ist auch wichtig wegen der Kaufkraft, klar. Und ich glaube, dass wir hier eine sehr gute Zukunft haben und dass die Stadt generell sehr lang noch wachsen wird. Ja, sehe ich genauso. Ja. Deutschlandweit ist Heilbronn ein sehr guter Wirtschaftsstandort und langfristig auch potenziell gut. Im Grundregel ist eigentlich, wenn es auf dem Land teurer wird als in der Stadt, ist es immer gefährlich. Aber hier bei uns ist halt so ein hoher Zuwachs durch den Arbeitsmarkt, dass halt einfach kein Platz mehr da ist. Und der Platz wird auch nie mehr kommen in der Stadt. Es ist halt einfach eng und Ja.
du kannst immer wieder ein bisschen Neubaugebiete erschließen, aber halt nicht in dem Maße, wie es gebraucht wird. Deswegen ist es ein Stück weit begründet. Man sieht auch, dass die Firmen hier ja immer mehr aufs Land gehen, weil sie Platz brauchen für Büro und Co. Ja. Also ich glaube, wir haben eine gute Zukunft hier. Auch Family und Co. Irgendwann kommt mal eine Familie dazu bei vielen Arbeitnehmern und die wollen dann ein Haus mit Garten und Pool. Ja. Und ein Fitnessstudio im Haus hoffentlich nicht, weil die sollen ja hierher kommen. Ja. ja, aber die Ansprüche verändern sich auch. Ja, ich hätte mal noch eine andere Frage, ja, weil das passt super. Also ich muss dazu sagen, ich bin im Immobilienthema nicht drin. Ich finde es immer hochspannend, generell die Wirtschaftssituation zu analysieren. Aber mich würde mal interessieren, ob du es begrüßen würdest, dass man so ein Objekt hier, wir haben jetzt in Neumarkt eine Halle, da gibt es keine anderen Mieter, aber das hier ist ja mit mehr Etagen, ob es Sinn macht, vielleicht eine Halle oder das Gebäude, wo das Fitnessstudio drin ist, selber zu kaufen, ja, vielleicht privat, wirst du mir jetzt empfehlen, ja, und praktisch das Ganze ein bisschen zu splitten. Ja, wir sind ja hier gerade im Dachgeschoss vom Smart Gym. Ja. ja, es kann schon durchaus Sinn machen, dass man das privat kauft. Also viele Firmen haben dann Objektgesellschaften, in denen die Objekte sind und betreibende Gesellschaften, die dann die Firma im Objekt betreiben. Aber da gibt es auch steuerrechtlich einige Hürden, wo man aufpassen muss, damit sich das gegenseitig nicht in die Quere kommt. Mhm. Also es kann Sinn machen, das ist ein Thema, was ich auf jeden Fall mit einem Steuerberater besprechen würde, der sich mit Immobilienrecht gut auskennt. Mhm. Und in der Regel ist es so, wenn man ein Konzept hat, ist immer besser, wenn man mit einem Konzept zum Steuerberater geht und den fragt, was halten Sie davon? Wie wenn man hingeht und sagt, ich will irgendwas machen, was sagen Sie mir da für einen Tipp? Wenn die Miete relativ niedrig ist, ja, wird es wahrscheinlich schwierig, oder? Es kommt auf den Objektpreis drauf an. Also es kann Sinn machen, auf jeden Fall. Mhm. Die Frage ist halt nur, ob du dann die Zinsen und sowas steuerlich geltend machen kannst, weil du ja selber Nutzer bist. Mhm. Weißt du, es gibt da ein paar Fragen, die jetzt sehr situationsabhängig sind und das kann man nicht pauschal beantworten. Ich habe da mal so ein bisschen von ein paar anderen Unternehmen, habe ich auch geguckt, wie die das so machen. Ja. Da habe ich gesehen, dass manche halt derart die Gemietverträge selber geschlossen haben, ja, wo sie sagen, es macht gar keinen Sinn, hier das ganze Ding zu kaufen. Mhm. Ist eine Durchrechnungssache wahrscheinlich. Ja. Ja, es kommt immer drauf an. Ich kenne auch welche, die haben eine Firma im Objekt und die sagen halt, das ist extrem kritisch, deinen Mietvertrag mit sich selber zu schließen indirekt, weil da kann Stolper fallen. Deswegen kauft ihr manchmal irgendwie so die Frau oder so, ne? Ja, irgendwie sowas. Und dann wird das ganze Mietvertrag praktisch mit der GmbH, mit der Frau gemacht. Solche Sachen gibt es da. Gibt es ja einige Umgehungswege, die fraglich sind, ob sie tragfähig sind oder nicht, wenn es dann mal hart auf hart kommt. Ja. Weil wenn niemand sich beschwert, dann passiert doch nichts. Aber wenn sich irgendwann mal jemand beschwert und du hast eine Änderung rückwirkend auf 10 Jahre, dann wird es oft duster. Das sind halt die Riesengefahren, die lauern. Mhm. Ja. Und wie schaut es jetzt so im Fitnessstudio-Markt bei dir aus? Würdest du sagen, hey, das macht Bock, ich baue mir noch mehr auf? Oder? Ich habe ein bisschen negative Erfahrung gehabt mit dem Bauen. Ja. Und bin da so ein bisschen abgeneigt gerade davon, weil ich jetzt merke, also das ganze Thema wird da so ein bisschen gerichtlich verfolgt, dass da ziemlich viel auch schief gehen kann. Ja. Und wir haben halt beim Fitnessstudio auch eine relativ hohe monatliche Belastung und bin gerade so ein bisschen abgeturnt davon, muss ich ganz klar sagen. Ich sehe auch generell den Fitnessmarkt als sehr gesättigt. Es bauen unfassbar viele Leute Fitnessstudios in unfassbar vielen Städten, wo ich schon sage, krass, keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Mhm. Auch auf dem Land wird alles zugebaut. Ich habe meine Heimat ist ein bisschen Göppingen. Da habe ich so ein bisschen verfolgt, wie die ganze Expansionen über die letzten 5 bis 7 Jahren stattgefunden hat, wo die auch hinbauen. Es baut jetzt wieder einer hin. Also das ist aktuell aus meiner Sicht eher eine Verdrängung. Ja. Also nicht mehr, dass man irgendwie sagt, okay, da finden alle noch irgendwie ein bisschen Platz. Das ist eher eine Verdrängung. Das ist auch ein klares Konzept von dem einen oder anderen Fitnessstudio, würde ich behaupten, dass die wirklich voll auf Verdrängung gehen und dann irgendwie sagen, in 10 Jahren dominieren wir hier auch einiges oder vielleicht auch so noch länger. Und ich wäre sehr vorsichtig. Ich persönlich habe aktuell überhaupt kein Interesse, weiter irgendwie nach außen zu gehen. Ich versuche jetzt erstmal Standort 1 und 2 zu stabilisieren. Standort 2 müssen wir erstmal profitabel machen. Und bin eher eigentlich gerade so interessiert, ob es irgendwann vielleicht auch Sinn machen könnte, in den Objekten, in denen die Studios sind, ob man die vielleicht irgendwann auch mal selber besitzen sollte. Das ist gerade so meine Überlegung. Und ich glaube, dass in der Fitnessszene noch der ein oder andere
in den nächsten Jahren große Probleme bekommt, weil in der Art und Weise, wie expandiert wird, das kann nicht, für meinen Geschmack ist es nicht gesund. Also es machen einfach so ungefähr 15% von der Stadt, sind im Fitnessstudio angemeldet, Tendenz ist zwar steigend, aber es gibt irgendwann dann doch zu viele Studios auf zu wenig Leute. Ja, okay. Und da geht es dann halt richtig zu analysieren und den guten Standort bewusst zu wählen. Es gibt auf jeden Fall noch gute Standorte, keineswegs. Aber für uns ist eine Hürde auch, wenn gerade wenn wir von der Dezentralisierung sprechen, dass wir irgendwie, ein Neumarkt ist jetzt bei uns, von uns 200 Kilometer entfernt, da brauche ich einen Studioleiter, ja? da sind wir nicht einfach mal so. Ja, ja. Da haben wir mal einmal im Monat ein Meeting, wir sind telefonisch in Kontakt, aber da kann ich nicht die Hygiene kontrollieren. Es spielen viele Faktoren rein, die gar nicht so einfach sind, wie gut die Qualität vom Personal ist und Co. Da muss man echt vorsichtig sein, ob man dann, also ich sage, der schwierigste Step ist von 1 auf 2. Von 1 auf 3 wird es dann langsam gut. Wird besser, ja, aber man kennt das schon von der Dezentralisierung, aber von 1 auf 2 ist definitiv die größte Hürde. Okay. Und was waren jetzt die größten Learnings der beiden Projekte, die man vielleicht auch ein Stück weit auf den Immobilienwohnungsmarkt übertragen kann? Auf den Immobilienwohnungsmarkt? Ja, wenn du sagst, ja, du hast mal was bauen lassen und das läuft nicht so, oder? Ich bin selber nicht so bewandert, was Bauthemen betrifft. Ja. Ich sehe vieles nicht. Ich würde mir früher eine Expertenmeinung hinzuziehen. Mhm. Bausachverständiger sagt man, glaube ich, bei euch. Ja. Da würde ich immer irgendwie hinzuziehen. Würde auch den ein oder anderen Bau würde ich vielleicht nochmal von jemand extern überwachen lassen. Ja. Weil man selber nicht so gut bewandert ist. Wird, was die Finanzierung und Co. betrifft, würde ich ganz sicher spielen. Mhm. Ich konnte das Ganze abwälzen, aber ich glaube, wenn es ein oder andere mal schief geht, auch beim Bau oder bei Kosten oder wenn irgendwas mal kaputt ist, dann braucht man schnell mal mehr Geld, als man eigentlich einkalkuliert hat. Ja. Also würde ich eher ein bisschen sicher rechnen als extrem risikoreich. Mhm. Kommt aber immer natürlich auf die Lage von der Person an, ne? Je nachdem Ausgangslage. Ja. Und würde öfters auch mal die Eier haben, einfach zu machen. Also ich hatte auch schon mal eine coole Gelegenheit, in Heilbronn irgendwas zu machen. Dachte, okay, schwierig. Immobilienmäßig? Nee, Fitnessstudio-mäßig bei mir. Und ich glaube, das kann man auch auf Immobilien übertragen. Manchmal ist man so ein bisschen, ja, macht das jetzt Sinn oder macht es nicht Sinn? Ich glaube, wenn man es gut durchrechnet und sich seiner Sache sicher ist, dann auch einfach mal machen, ein bisschen Ellenbogen, anstatt immer zu sagen, na, ich weiß nicht, gibt ja auch Mietausfall. Und einfach machen. Einfach Macher sein. Ja, man muss ein Macher sein, es ist immer ein Risiko da. Okay. Abwägen und durchziehen. Wenn du es nochmal zurück überlegst, so 5 Jahre her, 2014, hast du angefangen, glaube ich, war es ja. Mhm. Hast du damals dir Ziele gesetzt? Hast du dir damals vorstellen können, dass du jetzt so weit kommst, wie du jetzt gekommen bist, dass du so heute dastehst, wie du heute dastehst? Oder ist es dann irgendwie anders gekommen, dass der Weg sich geändert hat, weil deine Interessen sich geändert haben? Oder war der Benny damals im Kopf schon der Benny heute? Nein, auf keinen Fall. natürlich hat man so eine Vision, wenn man anfängt. Ja. Ich hatte damals so die Vision, ich will Deutschlands bester Personal Trainer werden. Hast du ja geschafft. Ist Auslegungssache, darf jeder für sich selber definieren. Ja. Aber ich glaube, ich stehe heute als Personal Trainer ganz gut da, von der Kompetenz und auch von weil wir dann auf der Bühne mal, also ich habe das dann auch abgeliefert und ich glaube, mich schätzen von der Kompetenz viele. Aber so fängt man irgendwo an und geht so seinen Weg und passt natürlich seine Vision immer wieder ein bisschen mehr an. Und als ich begonnen hatte mit Social Media und Co., hatte ich sicherlich nicht im Kopf, ich will genau in 3 Jahren nach meinem Social Media will ich ein Fitnessstudio haben. Ich hatte aber schon immer, als ich Personal Training gemacht habe, hätte ich es schon immer geil gefunden, ein eigenes Studio zu haben. Dass ich das mal dann wirklich umsetze, das war ein Prozess. Ja? Und dass ich vielleicht aus dem einen sogar ein zweites mache, das war dann so, ey, ich mache nochmal eins. Das war einfach so, es lief einfach geil. Und ich habe jetzt nie von Anfang gedacht, ich mache 2. Aber das erste war so smooth, sage ich mal, dass ich gesagt habe, ach komm, was soll's, ich hau einfach noch eins raus. Und alles, was dann so drumherum passiert, ist meistens so ein Adaptionsprozess. Mhm. Und man muss sich auch immer neu finden. Die Interessen verschieben sich immer mehr. Mhm. Und man musste mich mit Personalführung beschäftigen. Ja? Also ich jetzt, früher habe ich meine Freundin gefilmt, da habe ich jetzt überhaupt nicht mehr was mit Personalführung. Ja. So, wenn ich irgendwas aufgeregt habe, habe ich es angekackt. Ja? Jetzt musst du überlegen, wie führt man ein gutes Mitarbeitergespräch, damit der Mitarbeiter motiviert ist. Mhm. Wie spricht man auch heikle Themen an? Wie motiviert man seine Leute? Also es sind ganz andere Punkte, wo man sich dann mit beschäftigt und das ist dann Entwicklung mit der Zeit. Und
Ich glaube, das ist aber normal und auch gut. Wie viele Mitarbeiter hast du jetzt insgesamt? Wir haben in Neumarkt haben wir 4. In Heilbronn haben wir, Smart Gym Heilbronn haben wir auch 4. Für smartgains.de haben wir 2. Wir haben einen Videografen, den wir allzeit ansetzen. Mhm. Ja, was kommt da zusammen? Also irgendwo zwischen 10 und 15. Okay, cool. Ja. Man muss dann immer noch überlegen, an ein paar 450-Euro-Kräfte, wie man das jetzt verrechnet. Bin ja gar nicht so im Thema, aber wir sind auf jeden Fall zweistellig, aber alles noch klein. Mhm. Ja, aber gerade 4, 4, 4, 8, 12, ja. Okay. Und wenn du sagst, okay, damals war schon ein bisschen klar, was hingehen soll, was soll es jetzt in 5 Jahren sein? Also wenn du jetzt sagst, okay, 2024, was geht da? Ich muss ehrlich sagen, ich habe zum ersten Mal in meinem Leben auch so ein, ich war früher sehr getrieben von, ich brauche mehr, ich will voll durchstarten. Ich habe gerade so ein paar Probleme auch an der Backe, wo ich erstmal sage, mir ist gerade alles egal, ich will erstmal die Probleme kriegen, weil ein Gerichtsprozess und so ist nie cool. Aber generell, was ich mir natürlich wünsche, ist, dass die Studios sich super etablieren, dass die groß werden, dass die von alleine laufen. Das ist ein großer Wunsch, dass ich vielleicht auch mal irgendwie einen angestellten Geschäftsführer habe. Mhm. Für beide Studios wäre so eine ganz große Vision, dass die Kleidungssachen sich super entwickeln und wir eine Brand werden in Deutschland, die man im Fitnesssektor einfach kennt. Mhm. Ich hätte da echt Bock drauf, dass OAs eine richtig coole Brand wird und ja, dass man, so wie wir es im Fitnessstudio gemacht hat, dass wir für was Bestimmtes stehen und ich finde, Gymshark hat eine extrem geile Story gemacht, die sind mittlerweile über 100 Millionen, ja. So groß muss es gar nicht sein, das schafft man nicht mehr so einfach. Dafür ist der Zeitpunkt. Hey, den richtigen Zeitpunkt erwischt. Genau, aber es soll einfach für unsere Branche schon eine coole Brand werden. Und ich merke so, für mich ist auch eine Entwicklung, weil ich umso älter ich werde, mir Zeit immer mehr wichtiger. Ich fand es so früher voll cool, ja, scheißegal, abends, auch wenn es 22 Uhr ist. So. Ich habe immer manchmal noch einen Call um 22 Uhr. Das ist auch cool, ich stehe da drauf. Aber ich lese manchmal abends auch einfach gerne ein Buch, einfach was mich interessiert. Oder schaust du die Audi-Story? Oder schon, gestern habe ich noch die Audi-Story geschaut. Das finde ich total geil zu sehen, was da so passiert. Ja. Also ich bin gar nicht mehr so, dass ich sage, ich muss voll den Ellenbogen rausfahren. Mir geht es viel, dass ich eine gute Balance habe zwischen Beruf, Freundin, Freunde und dass ich anpasse mich mit meinen Interessen. Ja. Und wie gesagt, dass mein Unternehmen erfolgreich werden oder dass die immer weiter stetig erfolgreich werden, absolut, habe ich voll Bock drauf, aber nicht um jeden Preis. Ja. Ja, das ist mir wichtig. Das ist auch so ein Punkt, was viele, viele nicht können. Irgendwann mal sagen, hey, ich habe jetzt meine Ziele erreicht, ich habe jetzt genug. Und dass man da mal ein bisschen cool down macht. Ja, es ist ja auch zum Beispiel so, ich bin 28, ich gehe auf die 30 zu. Ich höre ab und zu mal unterschwellig auch, dass die Freundin so ein bisschen sagt, na, Kinder, keine Ahnung. man kann das ja lesen. Und den Lifestyle, den, ich weiß, dass du auch so einer bist, ne, so richtig durchziehen. Du kannst den Lifestyle nicht so leben, wie wenn du eine Family hast. Es geht auch nicht, du kannst auch nicht so viel Risiko gehen. Ja. Und umso älter man wird, umso mehr wird sich das verschieben, je nachdem, wie man leben will. Ja. Und das ist auch gut so. Also Benny, würde ich sagen, machen wir mal noch eine kleine Roomtour durch dein Fitnessstudio, oder? Gern. Zeigst du uns mal alles. Und danke, dass ich hier sein durfte. Ja, danke für die ganzen Mehrwerte und Tipps und Tricks. Ist halt fitnessspezifisch, ne? Ja, klar. Aber ein Stück weit auch ein bisschen immobilienrelevant, deine Learnings teilweise. Und kann man was mitnehmen. Hm. Ja. Wie gesagt, ich hoffe, es war hilfreich. Ja, auf jeden Fall. Ja, so Ben, jetzt zeig mal ein bisschen dein Fitnessstudio hier. Freunde, geh mal runter. Ein bisschen Underground-Feeling. Ja, jetzt spazieren. Dankeschön. Hi. Hallo. Und wir sind drin. Okay. Also, das ist Heilbronn Smart Gym. Cool. Kennst du das schon? Jetzt zeig mal die Highlights. Highlights? Dann die Highlights, ja. Highlights ist irgendwas wie zum Beispiel 3 Plattformen nebeneinander. Alles ausgestattet mit Eleiko und geilen Langhanteln. Gutes Personal ist natürlich ein Highlight. Okay. Dann natürlich unsere Racks. Wir haben insgesamt zu unserer Rechten
4 Light Racks nebeneinander stehend. Dann haben wir hinten nochmal Full Racks, also wir haben insgesamt Kniebeugemöglichkeiten von über 10 Mal mit richtig krassen Langhanteln. Also alles praktisch so vom Ferrari. Wir haben alles in an Vielfalt, was man benötigt heutzutage, Bankdrücken, Kniebeugen, haben halt ausreichend da. Wir haben ein gewisses Flair hier, was auf jeden Fall einladend ist. Und ich sag mal, wir wollten immer schon ein bisschen auf den Sport gehen, aber das Ganze mit Modernität und Coolness verbinden. Und es soll ja einfach eine coole Stimmung erzeugt werden. Okay. Im großen Kurzhantelbereich auf beiden Seiten. Wir sind eigentlich ein richtig geil ausgestattetes Studio. Kann ich bestätigen. Mit einem gewissen Flair, einer gewissen Atmosphäre, die einlädt auf Training und einer super Kompetenz, was Personal betrifft. Also wenn man irgendwie was lernen will, trainingstechnisch, Personal kontaktieren. Wir machen echt einen guten Job. Zeig mal noch den Tunnel. Kunstrasenbahn. Kunstrasenbahn. Das ist eine 30 Meter Kunstrasenbahn. Da kann man verschiedene Sachen machen, Schlitten schieben, Sprungsachen. Also wir versuchen eigentlich ein bisschen zu kombinieren, Functional Fitness mit einer geilen Geräteausstattung, coolen Geräten und geilen Leuten. Ja. Am besten, das ist immer so schwierig, ne? Ich verkaufe das hier gerade, verkaufen. Ich sage immer so, das ist schwierig, wenn ihr das mich verkaufen. Also am besten, wenn ihr mal hier vorbeikommen wollt, das mal trainieren wollt, dann sagt einfach Bescheid und schreibt vielleicht mal unter das Video einen Kommentar. Vielleicht können wir dann noch einmal zusammen trainieren. Wenn jemand zu Gast ist hier in Heilbronn, gerne hier mal ein Workout zusammen. Und vielleicht ist das Smart Gains hier persönlich auch da. Und da kann man sich ein paar Smart Gains abholen. So sieht's aus und ich sage immer, das Geilste ist, wenn man noch irgendein Mitglied kurz fragt, was die am meisten feiern, weil das ist immer das Objektivste. Ich frage mal kurz ein. Darf ich dich kurz belästigen? Wir haben gerade gesagt, was würdest du sagen, weil der Fabi fragt mich so, was ist hier das größte Highlight oder der größte USP, den Smart Gym hat? Was würdest du sagen? Was würdest du sagen, ist so mit das Coolste, was wir hier haben oder was uns auszeichnet? Ich würde sagen, das Allercoolste hier drin sind die Leute, die Atmosphäre, die vielen Möglichkeiten, die man fürs Training hat. Also es gibt unendlich viele Möglichkeiten, man kann alles trainieren und macht immer Laune, hat immer Bock, wenn man reinkommt. Und das ist immer ganz cool, wenn das nicht ich sage, weil bei mir ist es wahrscheinlich ein bisschen unglaubwürdig, weil, ne? Aber wenn das du sagst, Patrick, dann sag ich mal wieder, kannst du 50 Euro in der Theke wie immer abholen. Danke für die Roomtour. Gerne. Und kann auch verstehen, dass du stolz hier drauf bist. In diesem Sinne, Freunde, thanks for watching. Thanks for watching und wenn ein geiles Gym, guter Job und weiterhin viel Erfolg. Danke. Immer pushen. Wir geben alles. Ciao.